Gut und hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Video zu einem Thema, das ich bestimmt schon seit 2 Jahren immer wieder angefragt werde. Und zwar geht es heute um einen Teppichklopfer. Was viele von euch leider nicht wissen, ist, dass die meisten Teppichklopfer, die man so kaufen kann, aus Flechtrohr geflochten sind und nicht aus Seide, wie von den meisten angenommen wird. Und heute habe ich mir mal ein Herz genommen und habe mir gedacht, heute flechten wir mal eine ganz einfache Version eines Teppichklopfers, nämlich einen solchen. Und glaubt mir auch, der ist schon eine Herausforderung. Dieser hier ist jetzt nicht sehr groß, das ist aber den Weiden geschuldet, die ich zur Verfügung habe. Das sind jetzt 1,80 Meter Weiden, die ich verwendet habe, um den hier zu flechten. Stellt euch mal vor, ihr wollt den größer machen, wie viel lange die Weiden entsprechend dann auch sein müssen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von euch diesen, so wie er hier ist, auch schaffen können. Was wir hierfür brauchen, ist recht wenig. Und zwar brauchen wir hierfür 3 lange Weiden. Wir brauchen 2 Schnüre oder irgendwas zum Binden. Kann theoretisch auch mit Kabelbindern gemacht werden. Und natürlich noch eine Schere. Vielleicht einen großen Friemen oder aber einen dicken Stock, den wir dann nehmen können, um hier oben diese Biegung reinzubringen. Ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt und wir beginnen damit, dass wir uns 3 Weiden nehmen und die einmal unten zusammenbinden. Von den 3 Weiden, die wir da haben, nehmen wir die dünnere, wenn da eine dünnere ist. Und werden in ca. 40 cm Höhe mit einem kleinen Weidenabschnitt oder mit einem Friemen, je nachdem, was ihr zur Hand habt, oder auch ein anderes dickes Hölzchen, quasi hier so einen Bogen formen. Einmal um dieses Hölzchen rumbiegen, drumherum, also in etwa so. Ruhig ein bisschen überdehnen, damit also die Biegung auch dann bleibt. Herausziehen und dann haben wir hier so eine Öse quasi. Und das lange Ende, das lassen wir einfach auch unten weiter hängen, also über dieses dicke Ende hinaus, denn vielleicht können wir damit am Ende hier unten die Wicklung machen. Die anderen beiden legen wir dann im Grunde nur rechts und links neben diese Öse quasi mit an, etwa in der Länge, wie auch das dicke Ende von dem anderen ist. Und das binden wir jetzt quasi einmal hier unten und einmal hier oben, so circa 8 bis 10 cm unter dieser Öse. Binden wir das dann jetzt erstmal zusammen. Um euch besser zeigen zu können, wie man das Ganze hier oben biegt, werde ich das jetzt mit einer Klemmzwinge hier an dem Brett befestigen. Festzwingen. Die zweite Zwinge ist nur deshalb da, weil das der Drehtisch ist und damit er sich nicht ständig dreht, habe ich sie mit der Zwinge quasi befestigt. So, jetzt sind wir schon beim Biegen. Was wir jetzt machen müssen, ist aus dem einen Trieb, ich nehme jetzt hier den linken, diese beiden Bögen einmal links und einmal rechts zu biegen und zurückzuführen. Und dann mit dem zweiten Trieb diese Schlaufe zu binden, indem wir drunter und drüber biegen. Das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Hier sind wir einmal unter dem linken Bogen durch und hier über dem rechten Bogen durch und entsprechend versetzt nochmal unten und dann in den Griff zurück. Das zeige ich euch jetzt. So, man kann eine kleine Biegehilfe nehmen. Ich nehme da gerne so eine Tape-Rolle. Die lege ich hier mit an. Und dann biege ich das Ganze quasi einmal um diese Tape-Rolle vorsichtig. Da haben wir schon mal so ein bisschen so eine Biegung vorgegeben. Das ist ganz gut so. Und dann gehen wir im Grunde schon hier unten durch diese Öse mit durch. Einmal hier durchziehen. Ich belasse das jetzt mal bei dieser Größe. Gehen wir mehr nach oben, damit ihr das besser sehen könnt. Im Grunde gehe ich jetzt noch einmal drumherum. Und zwar unter dieser zweiten langen Rute. Und dann gehe ich quasi durch diese Schlaufe hier nochmal wieder zurück. Das klemmt sich hier ganz gut fest, deswegen kann man das hier so ganz gut machen. Etwa in der gleichen Größe wie drüben. Entweder machen wir drüben die ein bisschen größer. Die hier ein bisschen anpassen von der Größe her. Ein bisschen auseinanderziehen. So, dieser Rest hier von dem Trieb, der wird einfach nachher mit in den Griff mit reingenommen. Die klemme ich hier mal unter. Und jetzt gehen wir an diese große Schlaufe, an die dritte Schlaufe quasi. Im Grunde machen wir das hier ganz simpel so, ein bisschen abbiegen. Auch hier vielleicht mit einer Biegehilfe so ein bisschen einmal obenrum drumherum gehen. So ein bisschen vorbiegen, damit wir da so ein bisschen mehr Spielraum haben.
Und da wir hier auf der Seite oben drüber gegangen sind, über diese Schlaufe, gehen wir hier unter der Schlaufe durch. Und führen auch diese Schlaufe quasi zurück in den Griff. Das kann man jetzt so groß oder klein machen, wie man das möchte. Und das endgültige Maß, wie das nachher aussehen soll, das kann man dann auch am Schluss nochmal biegen. Das heißt, wir sind im Grunde schon fertig. Ich löse das jetzt mal hier. Und jetzt haben wir im Grunde das schon so, wie wir das im Endeffekt brauchen. Ja, einmal hier rum, hier rüber, in den Griff zurück. Und der zweite im Grunde nur einmal über und einmal unter den seitlichen Schlaufen durch und auch in den Griff zurück. Und jetzt kann man im Grunde hier schon entweder eine Bindung machen oder ein japanisches Auge, je nachdem, was euch besser gefällt. Ich mache es jetzt so, ich mache hier auf jeden Fall ein japanisches Auge. Dafür löse ich jetzt erstmal wieder die Schnur. Vielleicht kann man es auch drunter lassen, aber ich glaube, das ist okay, wenn man die einfach ganz rausnimmt. Bisschen festhalten. Einmal schön drumherum. Das Ganze schön zusammenfassen. Und das Ganze wieder um den Pudding rum. Jetzt wieder von der Seite. Wenn ihr es nochmal genau wissen wollt, kann ich euch das gerne hier oben nochmal verlinken. Abschneiden. Und fertig. Jetzt kann man hier das Ganze natürlich noch so ein bisschen in Form biegen, so wie man das gerne hätte. Und am besten, bevor man den das erste Mal verwendet, mal trocknen lassen. Und dann bleibt er auch schön in dieser Form. Jetzt fehlt noch hier unten die Bindung. Dazu wird das auch einmal geöffnet. Die Bindung machen wir jetzt ganz einfach aus dem langen Ende. Drehen wir ein bisschen rüber. Gehen wir über den Daumen rüber. Wickeln das Ganze einmal um das Bündelchen. Und hier wieder über sich selbst. Und dann nochmal so zwei oder dreimal drumherum. Also schön eng, damit das Ganze auch zusammen bleibt. Ich gehe noch einmal mehr drumherum. So. Und um das Ganze zu befestigen, könnt ihr jetzt im Grunde einfach unter dem Trieb selbst, den ihr verwendet habt, drunter durch. Schiebt die Spitze durch. Zieht das komplett durch. Ganz ranschieben, damit es an die engste Stelle kommt. Dafür verwende ich jetzt dann auch den Friemen. Schiebe es ganz nach unten. So sieht das Ganze jetzt aus. Pin ab. Unten könnt ihr jetzt auch das Ganze versäubern, indem ihr das quasi einmal glatt abschneidet. Das Schöne ist, diese Bindung, diese Wicklung kann quasi nicht abrutschen, denn sie ist ja die Verlängerung hier aus dem mittleren Teil. Jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr da Spaß dran habt, das Ganze auch noch umwickeln mit entweder Vollweide oder mit Weideschienen. Aber ich sag mal, der Flexibilität und der Handhabe tut es keinen Abbruch, wenn der so bleibt. So, jetzt das Ganze nochmal vom Nahen. Das ist die untere Bindung. Da haben wir das japanische Auge. Da kann man das Ganze nochmal von der seitlichen Perspektive sehen. Genau, und das war's. Ja, ihr seht, so einfach kann es sein, so einen Teppichklopfer herzustellen. Der ist natürlich nicht sehr groß, den kann man, wie gesagt, je nachdem welches Material man hat, natürlich auch größer machen. Wenn ihr Spaß an sowas habt, dann rate ich euch, dann übt einfach mit dem Modell, was ich euch heute gezeigt habe. Das könnt ihr nämlich auch steigern. Ihr könnt nämlich hingehen und könnt einfach nochmal eine zweite Weide dazu stecken und könnt quasi neben der vorherigen einmal das Ganze nochmal nachflechten und schon habt ihr das Ganze in der doppelten Ausführung. Und ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen stabiler. Ich hoffe, ich habe damit die Anfrage nach einer Anleitung für einen Teppichklopfer beantwortet.
auch wenn es ein einfaches Modell ist. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, euer Andi.